Hallo, herzlich willkommen zu unserem FDP Gelnhausen Vlog mit Hendrik und Kolja. Heute berichten wir aus der letzten Stadtverordnetenversammlung. Dort ging es im Wesentlichen um den Haushalt für das Jahr 2018 unserer Barbarossa-Stadt Gelnhausen. Und ein Haushalt ist deswegen so wichtig. Es geht zwar um Zahlen, gefällt nicht jedem sehr gut, aber wenn man was will und es kein Geld dafür da ist und vor allem auch kein Geld dafür eingeplant ist, dann kann man in einer Stadt das Geld auch nicht dafür ausgeben und bekommt das nicht. Beispiel, wenn man einen Wohnmobilstellplatz haben möchte, so wie wir das in der Vergangenheit häufig beschlossen haben, aber man nie Geld dafür in den Haushalt einstellt, dann kommt er auch nicht. Wenn man das Geld dafür in dem Haushalt bereitstellt, dann gibt es auch eine gute Chance dafür, dass sich jemand in der Verwaltung darum kümmert, dass dieser zum Beispiel entsteht. Das mal grundsätzlich, warum das so ein wichtiges Thema ist. Und Hendrik, wie hast du die Sitzung empfunden? Ja, es war, ich habe es auch tatsächlich in meiner Haushaltsrede gesagt, es ist lange her, dass ich eine so ausufernde, aber gleichzeitig konstruktive Haushaltsdebatte erlebt habe, wie bei diesen Haushaltsberatungen. Also für mich waren es insgesamt 7 Sitzungen von städtischen Gremien, in denen wir uns mit dem Haushalt beschäftigt haben. Ich sage es gleich schon mal vorneweg. Ich habe auch eine ausführliche Haushaltsrede natürlich gehalten. Die habe ich auch abgetippt. Also die findet ihr bei uns auf der Website. Könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Hier jetzt noch eine kurze Zusammenfassung aus dem, was in diesen 7 Sitzungen, insbesondere jetzt der letzten Stadtverordnetenversammlung, für mich das Entscheidendste war. Es ist natürlich alles so ein bisschen abhängig davon, dass der neue Bürgermeister ja erst Ende des Jahres gewählt wurde. So ein Haushalt aber natürlich nicht innerhalb von ein paar Wochen entsteht, sondern das ist ein Prozess, der in der Verwaltung quasi das ganze Jahr überläuft. Also irgendwann Anfang des Jahres, wenn sich dann der Finanzdezernent hinsetzt und dann bei den Abteilungsleitern Zahlen anfordert, von denen die meinen, dass sie die für ihr Budget brauchen würden. Und dann baut sich das über Monate auf, wird in ausführlichen Sitzungen in der Verwaltung erstmal ausklamüsert und dann vom Bürgermeister begleitet. Und in diesem Fall ging das natürlich nicht, weil der Bürgermeister ja noch recht frisch dann dabei war und der Haushalt einfach zu einem großen Teil schon stand. Und das haben alle Fraktionen in meinen Augen oder die meisten zumindest sehr fair aufgenommen und haben dem Daniel Glöckner auch gesagt, wir können das verstehen, dass das jetzt noch nicht alles deine Handschrift trägt und dementsprechend halten wir uns auch ein bisschen mit der großen Kritik zurück. Das finde ich sehr fair. Ja, wir haben aber, was die reinen Zahlen jetzt angeht, natürlich Unterschiede auch zu den Haushalten der letzten Jahre. Die letzten Haushalte waren alle ausgeglichen. Und wenn ich ausgeglichen sage, vielleicht soll ich das nochmal dazu sagen, dann meine ich natürlich das Verhältnis von Einnahmen zu Ausgaben. Also in den letzten Jahren hat die Stadt Gelnhausen es immer geschafft, mit den Einnahmen, die sie hatte, alle Ausgaben zu begleichen. Und wir mussten keine zusätzlichen Schulden aufnehmen. Und das war uns allen auch, also über alle Fraktionen hinweg, sehr wichtig, weil wir eine Schutzschirmkommune waren. Das Land Hessen hat da ja so ein Programm aufgebaut. Und da wollten wir so schnell wie möglich wieder raus, weil das hat natürlich nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Also haben wir die letzten Jahre ausgeglichene Haushalten, was das Verhältnis zwischen Einnahmen und Ausgaben angeht, gehabt. Und das führt aber natürlich immer dazu, wenn ich viele Ausgaben, Investitionen auf die nächsten Jahre schiebe, dann führt es natürlich dazu, dass ich diese Investitionen irgendwann machen muss. Und wir hatten jetzt mit letztem Jahr mit dem Haushalt alles das erreicht, was wir eigentlich bräuchten, um aus dem Schutzschirm wieder rauszukommen. Da warten wir jetzt noch drauf, dass wir das auch offiziell tun. Aber jetzt war es einfach auch mal notwendig, die anstehende Investition, du hast gerade schon den Wohnmobilstellplatz genannt, da sind auch viele Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung, die immer vertagt wurden, und da haben wir natürlich drüber gesprochen. Lange Rede, kurzer Sinn, also es führt natürlich dazu, dass wir jetzt einen Haushalt beschlossen haben, der nicht mit den Einnahmen die Ausgaben decken kann und die Stadt neue Schulden aufnehmen muss. Dazu ist aber auch zu sagen, dass wir als FDP in den vergangenen Jahren immer kritisch waren, wenn man in einem Haushalt den Sparwillen nicht erkennen konnte. Und auch dieses Mal sind wir sehr kritisch, was diese Zahlen angeht. Dieses Thema Generationengerechtigkeit schreiben wir groß. Ja. Das habe ich auch an dem Abend deutlich gesagt und das habe ich auch dem Bürgermeister gesagt. Ja. Das habe ich auch dem Bürgermeister gesagt, dass wir natürlich dann in den nächsten Jahren erwarten, dass das sich wieder einpegelt und in den Griff kriegt. Vielleicht großen Investitionen, die jetzt nochmal anstehen, sind natürlich auch immer wieder mit Zuschüssen aus dem Land gedeckelt. Für mich ist ganz wichtig das Thema Verkehrssituation und Verkehrskonzept in Gelnhausen. Nicht nur die Parkplatzlage, sondern halt auch das, was jetzt passiert für den Fall, dass das Barossa City Outlet kommt.
Wir drücken die Daumen. Und wir drücken die Daumen, dass das alles so klappt. Und ja, da ist natürlich in Sachen Parkhäusern und Parkgaragen für die Altstadt ja einiges geplant gewesen die letzten Jahre. Auch das sind Investitionen, die wir zum Glück mit dem Thema Hessenkasse in den nächsten Jahren angehen können. Ja, ansonsten, wie gesagt, wenn ihr da noch mehr zu wissen wollt, vielleicht noch kurz das Abstimmungsergebnis. Also CDU, SPD und FDP haben dem Haushalt zugestimmt, die Bürger für Gelnhausen und die Grünen haben sich enthalten. Insofern schon mal keine Gegenstimmen. Und ja, den Haushalt, den darf man sich auch gerne angucken. Es sind über 600 Seiten mit vielen, vielen tausend Posten. Wir haben es für euch gemacht. Es ist nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, sich die alle einzeln anzugucken, aber die Budgets an sich sind schon mal interessant. Da empfehle ich jeder Bürgerin und jedem Bürger auch einfach mal reinzuschauen. Ja, apropos vergnügungssteuerpflichtig, dafür wählt man ja Vertreter in ein Parlament, dass sie sich mit diesen ganzen Dingen beschäftigen. Und ich glaube, das haben ziemlich viele der Stadtverordneten diesmal auch sehr ausführlich gemacht, also mehr als es mir sonst vorgekommen ist. Und zum nächsten Thema Vergnügungssteuer waren dann noch zwei Anträge, insbesondere der letzte Antrag, der dann auf dieser Tagesordnung war, nicht so wahnsinnig vergnügungssteuerpflichtig und gab eine relativ lange Diskussion um relativ kleine Punkte. Das erste war, dass das Altstadtfest dieses Jahr mit der Heiderer Kerb gleichzeitig fällt. Das ist äußerst unglücklich und da sind wir sehr, sehr traurig drüber, dass das nicht geschafft wurde, das auf zwei Termine zu verlegen, weil beide Veranstaltungen stadtweit Menschen anziehen und gerne die Leute beide Veranstaltungen besuchen würden natürlich. Jetzt ist das gemeinsam. Wir haben aber, glaube ich, es geschafft, den Minimalkompromiss zu finden, dass auf dem Altstadtfest entsprechend geworben wird für die Heilerer Kerb. Denn die Heilerer Kerb ist eine Veranstaltung, die komplett ehrenamtlich organisiert wird, durch Spenden finanziert wird, durch viel persönliches Engagement gemacht wird. Wenn da ein kommerzielles Fest am gleichen Tag ist, ist das eigentlich No-Go. Und deswegen haben wir auch zum Glück auch den Konsens gefunden, dass das für die Zukunft ganz, ganz genau darauf geachtet wird, dass das nicht wieder vorkommt und die interessanten Veranstaltungen in Gelnhausen möglichst zu unterschiedlichen Daten stattfinden. Ich glaube, damit können wir alle leben, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Fehler passieren immer da, wo Menschen was machen. Und dass man jetzt bei Dingen, wo man Fehler gemacht worden ist, ein größeres Augenmerk drauf legt. Ich glaube, da habe ich auch das Vertrauen, dass das jetzt im Rathaus so gemacht wird. Genau, also, vielleicht noch kurz ergänzend dazu. Also das findet natürlich Mitte September statt, wie die Heilerer Kerb immer beim Altstadtfest. Diesmal noch die Veränderung, die noch dazu kommt, dass es diesmal nur an einem Tag stattfindet. Also nur an dem Samstag wird Altstadtfest sein und an dem Sonntag danach findet dann der Daheimmarkt statt, der jetzt, glaube ich, erst ein- oder zweimal stattgefunden hat. Mit verkaufsoffenen Sonntag. Ja. Mit verkaufsoffenen Sonntag und das war eben auch der Hintergrund dabei, weil man sagte, die Buden müssen schon gestellt werden für den Daheimmarkt und da wäre es natürlich sinnvoll, wenn man die Buden am Tag vorher für das Altstadtfest nutzen kann. Die Heilerer Kerb fängt schon am Freitagabend an, da möchten wir euch, auch gerade ich als Heilerer, noch Heilerer, du als lange Jahre Heilerer dazu aufrufen. Kommt auch am Freitagabend noch schon mal bei der Heilerer Cap da, vorbei. Das würde die Vereine da sehr unterstützen, ja. Wenn ihr da schon mal ein paar Bierchen trinkt. Also wir sind auf jeden Fall da freuen uns dann, euch dort zu treffen. Ansonsten gab es einen Antrag, die Parkplätze am Hallenbad kostenfrei zu stellen. Die Idee von so einem Antrag ist an sich sinnvoll, weil man möchte natürlich nicht, wenn jemand fürs Hallenbad einen Eintritt bezahlt, dass der noch zusätzlich Parkgebühren zahlt. Das ist natürlich auch für eine kleine Familie so, dass es dann auch rucki-zucki mal so ein Hallenbadbesuch ein teures Vergnügen wird. Es gab allerdings vor vielen Jahren einen ordnungspolitischen Grund, warum wir Gebühren erhoben haben auf dem Hallenbadparkplatz, weil sich leider nicht alle Menschen in und um Gelnhausen an die Regeln halten. Und hier gab es viele, die dann ihre privaten PKWs, die sie im Winter nicht brauchen oder im Sommer nicht brauchen, dort abgestellt haben, langjährig oder das ganze Jahr lang Wohnmobile geparkt wurden, für die man ansonsten Stellplatz gebraucht hätte, bis hin zu Anhängern, Containern und was dort alles abgestellt. Park and Ride, ja. Genau, Park and Ride wurde genutzt. Das ist nicht der Sinn der Sache. Da gab es am Ende, ist es so ausgeartet, dass es keine Parkplätze mehr für die Leute gab, die ins Hallenbad gehen wollen. Und eins ist noch schlimmer als Parkgebühren für einen Parkplatz, ist nämlich gar keinen Parkplatz zu haben, weil dann kann ich auch das Hallenbad nicht besuchen. Die Hallenbadbesucherzahlen sind gestiegen, zwar nicht so stark, wie wir es uns wünschen würden,
in Gelnhausen, aber sie sind gestiegen. Das zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger gerne ins Hallenbad gehen und dass sie auch die Parkgebühren zahlen. Und kleiner Insider-Tipp von uns, es gibt zwei Parkplätze in unmittelbarer Nähe, nämlich das vor dem Gelnhäuser Fußballclub und das vor der Kreisrealschule, das ist dann hinter dem Hallenbad. Dort kann man noch mit Parkscheibe kostenfrei parken. Also für die, die länger ins Hallenbad gehen, die werden jetzt nichts anderes übrig bleiben, als dann auch ein Parkticket zu ziehen, haben dafür aber auch dann immer einen freien Parkplatz. Und die da ein bisschen sparen wollen, die laufen ein paar Meter länger und können dann trotzdem kostenfrei parken. Und ich finde, der Kompromiss, den haben wir seinerzeit vor 6 oder 7 Jahren im Magistrat erarbeitet, das war, glaube ich, richtig gut. Deswegen sollten wir das so lassen. So haben wir auch abgestimmt und da haben sich dann auch Fraktionen... Wir haben ihn ja dann in den Bauausschuss verschoben, den Antrag, obwohl wir da schon gegengesprochen haben. Es waren sich ja alle einig, aber es gab halt noch ein paar, die wollen es nochmal diskutieren. Ja. So viel zum Thema Vergnügungssteuer. Die ist ja manchmal nicht zu erheben, wenn sich eigentlich Einigkeit besteht. Aber es wird jetzt nochmal diskutiert, das Thema. Ich kann aber das Ergebnis vorwegnehmen. Ich kenne keinen, der diesen sinnvollen Beschluss, den wir damals im Magistrat getroffen haben, wieder aufheben würde. Zumindest nicht die Mehrheit. Ja, also ich denke auch, wir werden das eher als Anlass nehmen, im Bauausschuss dann das Park- und Verkehrskonzept nochmal anzusprechen. Absolut, das wäre jetzt wichtiger. Gemacht, ja. Aber ich denke auch, dass dieser Antrag dafür eigentlich keine gute Grundlage ist. Aber es ist nun mal so entschieden worden von den Bürgern und der SPD gegen alle anderen Fraktionen zusammen. Ja, das war quasi der Abriss jetzt für die letzte Stadtverordnetenversammlung an diesem Mittwoch. Das nächste Mal geht es jetzt mit Ausschusssitzungen wieder weiter und Fraktionssitzungen der FDP Gelnhausen. Auch aus diesen wollen wir ja jetzt regelmäßig dann mal berichten, was wir da so besprochen haben. Da freuen wir uns sehr, wenn ihr auch einfach mal Themenwünsche schreibt. Also was möchtet ihr gerne, womit wir uns befassen? Habt ihr Antragsideen? Habt ihr Sachen, bei denen ihr sagt, da wurde in der Politik in den letzten Jahren einfach nicht drauf eingegangen? Das würden wir gerne mal machen. Dann schreibt uns die bei Facebook in die Comments, bei YouTube in die Comments und dann beschäftigen wir uns sehr, sehr gerne mit den Themen, die ihr da vorschlagt. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, uns weiterempfehlt, uns eure Likes da lasst, damit wir bekannt werden. Umso bekannter wir werden, umso mehr Themenwünsche kommen dann hoffentlich auch zu uns und umso mehr können wir uns an dem dann tatsächlich abarbeiten, was euch interessiert. Also das ist so ein Geschäft, das aufeinander aufbaut und genau. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Und umso mehr ihr das macht, umso mehr können wir am Ende auch umsetzen und umso mehr könnt ihr gestalten und umso mehr wird dann Gelnhausen zur Musterstadt von Deutschland und alle anderen Kommunen werden dann Gelnhausen als Maßstab nehmen. Also macht daran mit, dass wir dieses große Ziel erreichen. Genau. Und wenn ihr sogar noch mehr machen wollt, dann freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr einfach mal vorbeischaut, uns anschreibt. Wir freuen uns über jede Interessentin und jeder Interessent, der auch sagt, er möchte mitmachen und einfach bei uns mal dabei sein, schauen, wie wir es machen und was wir machen. Genau. Selber mitgestalten.